Andacht vom 19.04.2023 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, 1 zu 1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Johannes 6. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, es geht dir auch gut, Daniel, nachdem du so früh aufgestanden bist. Ja, jetzt lebt er nicht mehr in meinem Haus. Als er in meinem Haus lebte, konnte er 5 Minuten vor dem Live aufstehen. Jetzt muss er 5 Minuten vor dem Live hier ankommen. Clayton hat zu mir gesagt, warum zieht er aus, Papa? Wir können Anna und ihm doch ein Schlafzimmer unten geben. Ich sagte, tja, darüber musst du mit Daniel reden, nicht mit mir. Leute, mögt ihr mein T-Shirt? Da steht, es gibt keinen Mangel an Liebe, was mangelt ist zu lieben. Das stimmt, nicht wahr? Okay, fangen wir an. Heute Morgen in meiner Zeit mit Jesus bin ich zurück zu Johannes 6 gegangen. Es ist ein Kapitel, das ich sehr gut kenne und das mir sehr vertraut ist. Ich habe es heute Morgen mehrmals hintereinander gelesen, Vers für Vers. Und ich habe ja schon öfter gesagt, Jesus ist in den Evangelien immerzu sehr verwirrend und konfrontierend. Den Jesus, der mit unserer Version von Jesus übereinstimmt, findet man in der Bibel nicht. Wenn du Jesus erleben willst, musst du dich ihm anpassen. Er wird sich nicht an dein Bild von ihm anpassen, ganz egal, wie sehr dir dieser Jesus gefällt. Denkst du wirklich, dass ihn das interessiert? Nein, wenn du Jesus wirklich erleben willst, musst du dich daran anpassen, wer er ist und was er gesagt hat. Die ganze Geschichte in Johannes 6 beginnt damit, dass Jesus vor einer Menschenmenge steht, die hungrig ist, weil die Leute schon eine ganze Weile bei ihm waren. Und Jesus prüft darin den Glauben von Philippus. Er weiß genau, was er tun wird, und dennoch tut er so, als ob er es nicht wüsste. Ist das nicht interessant? Wir würden das wahrscheinlich als unehrlich oder als unlauter bezeichnen. Wenn ich zu Daniel sagen würde, wie sollen wir das morgen machen? Obwohl ich bereits beschlossen habe, was ich tun werde, würden wir denken, Reinhard, das ist doch nicht ehrlich. Daniel würde darauf vertrauen, dass er einen Weg finden darf, und ich sage, Ätsch. Bevor ich dich gefragt habe, habe ich bereits entschieden, was wir tun werden. Haha. Aber genau das hat Jesus getan. Jesus sagte wörtlich, Philippus, wo sollen wir Essen für so viele Menschen kaufen? Und dann sagt die Bibel, er wusste bereits, woher er die Nahrung bekommen würde. Und die Bibel sagt, er tat dies, um Philippus zu prüfen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Könnte es sein, dass Jesus deshalb so oft für dich verwirrend ist, weil er dich in Wirklichkeit bewusst prüft? Könnte es sein, dass Jesus damit versucht, dir dein eigenes Herz zu zeigen? Denn genau das ist bei Philippus geschehen. Philippus glaubte in seinem Herzen nicht die richtigen Dinge. Gott prüft Menschen nicht, damit sie sich schlecht fühlen oder bei dem Test durchfallen. Nein, er tut es, um den Leuten den Zustand ihres eigenen Herzens zu zeigen. Denn überleg doch nur, was passieren würde, wenn du nie den Unglauben in deinem eigenen Herzen sehen würdest. Das könnte dich komplett zerstören. Das ist keine Liebe. Deshalb konfrontiert Gott in seiner großen Liebe den Unglauben in unseren Herzen, indem er uns prüft. Das hat er auch mit Philippus gemacht. Doch ich möchte mich auf einen anderen Teil konzentrieren, der mich heute Morgen wirklich gepackt hat. Folgendes ist passiert.
Jesus hat buchstäblich tausende Menschen versorgt, indem er die Fische und das Brot nahm und Danke, Vater, sagte. Und danach gab es noch jede Menge Reste. Nun übertragen wir das in die heutige Zeit. Ich denke, dass wir manche Dinge deshalb nicht verstehen, weil wir sie nicht in den heutigen Kontext setzen. Was würde diese Geschichte heute bedeuten? Es ging um Versorgung. Damals hatten sie noch keine Autos, für die sie Sprit und Versicherung bezahlen mussten. Sie mussten auch keine teuren Mieten oder Hypotheken bezahlen. Ihre Versorgung bestand vor allem aus ihrem täglichen Brot. Jesus kommt also und bringt so viel Versorgung mit sich, dass jede Menge übrig bleibt. Kannst du dir das vorstellen? Du bist da draußen und hörst Jesus zu und er vermehrt Geld, so dass sämtliche Rechnungen komplett bezahlt werden können und es bleibt dennoch ein ganzer Stapel Geld übrig. Denn die Bibel sagt, dass 12 große Körbe mit Brot übrig waren. Es gab also viele Reste. Was hat das bei den Leuten ausgelöst? Sie wollten diesen Jesus backen, der das getan hatte. Du kannst das in Vers 15 lesen. Weil Jesus wusste, dass sie ihn gleich ergreifen und mit Gewalt zu ihrem König machen würden, ging er schnell weg und stieg alleine den Berg hinauf. Ich würde dasselbe tun. Also, ich würde beides tun. Ich würde versuchen, diesen Mann zum König zu machen, aber wenn ich Jesus wäre, würde ich versuchen, vor den Leuten zu fliehen. Ich würde also beides tun. Überleg dir das doch. Die Könige nahmen Geld von den Leuten, aber dieser König gab ihnen Geld. Wenn dieser Typ mir so viel umsonst gibt, möchte ich logischerweise, dass er mein Herrscher ist, denn alle anderen denken nur an sich. Stell dir vor, es gibt einen neuen Präsident, der sagt, Leute, es gibt keine Steuern mehr, ich nehme das Geld einfach und gebe es allen. Natürlich wollen wir, dass er der Präsident ist. Aber Jesus floh einfach und verschwand. Er ging auf den Berg und die Jünger warteten auf ihn, aber er tauchte nicht auf. Also nehmen sie ein Boot und fahren auf die andere Seite. Und dann kommt Jesus über den See gelaufen. Sie flippen aus und er sagt, seid still, ich bin es. Sie holen ihn ins Boot und in dem Moment, als er ins Boot tritt, ist das Boot bereits 2 Kilometer weiter am anderen Ufer, in nur einem Augenblick. Das ist der Mann, mit dem ich leben möchte. Denn so spare ich Geld, um für mich zu sorgen und dazu noch die Transportkosten. Weißt du, Reisen ist sehr ermüdend. Ich weiß das, denn ich tue das ständig. Aber diese Art des Reisens ist sehr komfortabel. Hey Jesus, ich muss in die Schweiz reisen. Zack, du bist dort. Oh, danke, das ist cool. Ich habe Hunger. Zack, es steht da. Und eine Menge bleibt übrig. Danke, Jesus. Ich muss zurück nach Brasilien gehen. Zack, und du bist dort. Kein Stau mehr, keine stürmische See. Ich mag diesen Mann. Überleg dir das. Genau das ist tatsächlich passiert. Die Leute wollten Jesus finden und suchten ihn überall, aber sie konnten ihn nicht finden. Dann dachten sie sich, halt mal, hier ist kein Boot, keine Jünger, kein Jesus. Ich denke, er ist auf die andere Seite gefahren. Also steigen sie ebenfalls ins Boot und fahren ans andere Ufer. All das kannst du in Johannes 6 lesen. Nun schau dir Vers 25 an. Ich sage dir, je mehr ich den wahren Jesus sehe, desto mehr mag ich ihn. Ich liebe ihn nicht nur, ich mag ihn. Je mehr ich gedacht habe, dass ich Jesus verstehe, desto mehr erkenne ich, dass ich überhaupt nichts über ihn begriffen habe. Deshalb mache ich mir ein bisschen Sorgen über Menschen, die denken, dass sie Jesus kapiert haben. Sie haben all die richtige Theologie. Aber hör zu, hier auf der Erde gibt es nicht
einen menschlichen Propheten oder Bibellehrer, der die perfekte Theologie hat. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Jesus ist die perfekte Theologie. Und du wirst ihn hier auf dieser Erde nicht begreifen können. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob wir Jesus in dem Moment verstehen werden, wenn wir in den Himmel kommen. Ich denke, dass wir eine Ewigkeit brauchen, um seine Schönheit und seinen unglaublichen Charakter und sein Wesen erkennen können. Es gibt heute etwas in der christlichen Welt, das mir ein bisschen Sorgen macht. Die Leute fragen ständig Reinhard, wie kann ich Intimität mit Jesus haben? Und sie wollen eine Formel. Es ist so, als ob Daniel denken würde, dass er nur die technische Formel entdecken muss, um seine Frau zu verstehen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du denkst, dass du Anna nun verstanden hast, wirst du am nächsten Morgen aufwachen und erkennen, dass du noch gar nichts über sie begriffen hast. Und sie denkt wahrscheinlich dasselbe über dich. So sind Beziehungen einfach. So viele Menschen sagen, Reinhard, lehre mich, wie ich Intimität mit Jesus haben kann. Und sie wollen drei Schritte von einer technischen Formel. Vergiss das, vergiss es einfach. Du musst eine tiefe Sehnsucht in deinem Herzen haben und jeden Tag mit ihm zusammen sein wollen. Aus den richtigen Gründen, nicht aus den falschen Gründen. Und darüber möchte ich nun sprechen. Also schau dir Vers 25 an. Als sie ihn endlich fanden, fragten sie ihn: Lehrer, wie bist du hierher gekommen? Hört sich das nicht nach einer eindeutigen Frage an, die eine klare Antwort erfordert? Es war eine ganz einfache Frage. Wie bist du hierher gekommen? Daniel, wie bist du hierher gekommen? Wie muss er auf diese Frage antworten? Warum, Reinhard, mit dem Auto? Ich bin den Weg gefahren, den ich immer fahre. Aber schau, was Jesus auf die Frage, Lehrer, wie bist du hierher gekommen, sagt. Lass mich dir etwas erklären. Jesus schaut immer auf das Herz, das hinter der Frage ist, nicht auf die Frage selbst. Hast du verstanden? Viele von unseren Fragen scheinen ein Thema zu haben, doch dahinter steht ein anderes Motiv. Schau dir die Antwort von Jesus auf diese sehr einfache Frage an. Jesus antwortete: Lasst mich das ganz klar machen. Ihr habt nach mir gesucht, weil ich euch durch ein Wunder ernährt habe, nicht weil ihr an mich glaubt. Das ist doch unhöflich, oder? Hätte Jesus nicht sagen sollen: Ich ging auf den Berg, dann ging ich über den See, in der Mitte stieg ich ins Boot und wurde sofort ans andere Ufer teleportiert. Hätte er das nicht sagen sollen? Du musst das über Jesus lernen. Jesus wird nie die Frage beantworten, die aus deinem Mund herauskommt, sondern er wird immer das Motiv der Frage in deinem Herzen konfrontieren. Hast du das verstanden? Jesus wird nie die Frage beantworten, die aus deinem Mund herauskommt. Er wird immer das Motiv konfrontieren, das hinter der Frage steht. Und ich sage dir warum. Weil Informationen dir nicht helfen werden, um all das zu erleben, wofür Jesus bezahlt hat. Nein. Dein eigenes Herz wird dich befähigen, all das zu erleben, was Jesus für dich hat. Deshalb macht sich Jesus nicht allzu viele Gedanken darüber, ob du alle richtigen Informationen über ihn hast. Du kannst die beste Theologie der Welt haben, du kannst die größten Offenbarungen haben, du kannst den
besten Bibellehrer auf der Welt auf Instagram folgen. All das wird niemals dazu führen, dass du all das erlebst, wofür Jesus für dich bezahlt hat. Das Einzige, wodurch du alles erleben kannst, wofür Jesus für dich bezahlt hat, ist dein eigenes Herz. Ich gebe dir heute wieder drei Hausaufgaben. Die erste Hausaufgabe ist folgende: Setze dich mit einem Blatt Papier hin und komm zur Ruhe. Sage: Herr, was sind die Fragen, die ich dir gerade stelle? Und dann schreibst du sie auf. Zum Beispiel: Gott, warum hast du nicht für mich gesorgt? Gott, warum passiert dies und das? Gott, wie kann ich dieses und jenes Problem lösen? Was immer deine Hauptfrage an Jesus ist, schreibst du auf. Dann sitzt du still bei Jesus und machst Folgendes: Heiliger Geist, zeige mir mein Herz hinter dieser Frage, selbst wenn es weh tut und mich konfrontiert. Bitte zeige es mir. Ich sage dir, warum das so wichtig ist. Das, was in deinem Herzen hinter dieser Frage steht, ist so viel wichtiger als die eigentliche Frage. Bist du nicht froh, dass Jesus unsere Frage ignoriert und unser Herz konfrontiert? Auf diese Weise können wir Dinge über Jesus und über das Leben lernen, die so wichtig sind. Jesus antwortete: Lasst mich das ganz klar machen. Ihr habt nicht nach mir gesucht, weil ihr an mich glaubt, sondern nur, weil ihr ein Wunder erlebt habt. Wenn du das in deinen Kontext setzt, bedeutet es etwa Folgendes: Bist du hinter Jesus her, weil du ihm vertrauen willst, oder bist du hinter Jesus her, weil er deine Probleme lösen wird? Warum bist du hinter Jesus her? Siehst du, Jesus konfrontierte direkt ihren eigentlichen Grund. Ihr sucht mich nur, weil ihr ein schönes Wunder erlebt habt und das wollt ihr wieder. Und er sagte sogar: Und ihr glaubt nicht an mich. Er sagte wörtlich: Ihr glaubt nicht an mich. Alles, was ihr wollt, ist ein weiteres Wunder. Ich denke, das muss ihn verletzt haben. Wir sehen nur, dass Jesus sie konfrontiert hat, aber das muss ihm wirklich wehgetan haben. Ich denke, dass wir Christen Jesus immer wieder sehr verletzen. Und das Wunderschöne daran ist, er gibt uns nicht auf, sondern in seiner Liebe konfrontiert er immer wieder unsere Herzen. Kannst du dir das vorstellen? Er vermehrte das Brot und den Fisch, weil er sie liebte. Doch liebten sie ihn nicht zurück. Sie wollten einfach nur mehr. Jesus muss sich damals so benutzt gefühlt haben. Das ist so, als ob ich Daniel alles geben würde, was ich habe, immer und immer wieder. Und dann verschwinde ich. Und Daniel sucht mich überall, bis er mich endlich gefunden hat. Und dann realisiere ich, der einzige Grund, warum er mich haben will, ist, dass er mehr Geld von mir bekommen möchte. Genau das ist hier geschehen. Was ist also deine Herzenshaltung hinter der Frage, die du an Jesus hast? Das ist eine sehr wichtige Sache, die du herausfinden musst. Vertraust du ihm? Oder willst du einfach mehr Dinge von ihm bekommen? Willst du, dass er eine weitere Krise für dich löst? Benutze ihn nicht. Lass ihn dich benutzen. Das ist der bessere Weg. Jesus wusste also, in ihrem Herzen wollten sie einfach weiterhin von Jesus versorgt werden. Ist es nicht interessant, dass Jesus ihre Einstellung konfrontierte und sagte, dass sie lediglich weiterhin Versorgung haben wollen, obwohl genau dies eines der ersten Dinge war, die Jesus gleich am Anfang zu den Menschen gesagt hatte? Er sagte:
Mein Vater wird euch ständig versorgen. In Matthäus 6 sagte Jesus, macht euch keine Sorgen mehr, der Vater wird euch immer versorgen, alles ist gut, Versorgung gehört euch. Nun hat er ihnen das bewiesen. Er schaute zum Himmel, der Vater tat das Wunder und dann wollten sie das auch haben. Und jetzt tadelt er sie, weil sie genau das wollen, was er gesagt hat, dass der Vater für sie tun würde. Jesus wird jedes Mal noch verwirrender, wenn man etwas in den Evangelien liest. Aber die Wahrheit ist, dass er gleichzeitig auch immer fantastischer und herrlicher wird. Und du wirst ihn immer besser verstehen, je mehr du mit ihm in Beziehung trittst. Schau dir Vers 27 an. Mir gefällt das wirklich. Ich denke, dies ist etwas, das Jesus heute wahrscheinlich zu 99% von seinen Kindern sagen würde. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich denke das eben. Jesus sagte, warum strebt ihr nach Nahrung, die verderblich ist, und sucht nicht leidenschaftlich nach der Nahrung des ewigen Lebens, die nie verdirbt? Sie suchten nach Versorgung. Und Jesus sagte, warum strebt und arbeitet ihr überhaupt noch für Versorgung? Halt mal, Jesus, willst du uns damit sagen, dass wir überhaupt nicht mehr nach Versorgung streben sollen? Sollen wir einfach zu Hause sitzen und sagen, Vater, versorg mich? Ich habe erlebt, wie diese Haltung sogar Ehen zerstört hat, weil faule Ehemänner dieses Wort nahmen, um damit zu rechtfertigen, warum sie faul auf ihrem Hintern sitzen. Die Bibel sagt, strebt nicht nach Nahrung, deshalb arbeite ich nicht, ich vertraue einfach auf Gott. Und irgendwann sagt die Ehefrau schließlich, mir reicht's, tschüss. Das ist so traurig. Und doch sagte Jesus das. Er sagte, warum strebt ihr überhaupt nach so etwas? Es macht überhaupt keinen Sinn, nach materiellen Dingen zu streben. Deine Leidenschaft muss auf die wahre Nahrung ausgerichtet sein. Sie wird nie verderben. Schau, was er sagte. Ich, der Menschensohn, bin bereit, euch das zu geben, was am wichtigsten ist. Denn Gott, der Vater, hat mich zu diesem Zweck berufen. Als Jesus sagte, ich gebe euch das, was am wichtigsten ist, sprach er vom Zoe-Leben, denn in diesem Kontext wird das Wort Zoe mehrere Male verwendet. Zoe bedeutet ewiges Leben, aber das Wort hat noch eine andere Bedeutung. Zoe-Leben bedeutet ewiges Leben, das die Qualität von Gottes Leben hat und das bereits jetzt beginnt. Das ist das Fantastische. Das Zoe-Leben findet nicht erst statt, wenn wir in den Himmel gehen. Und das Zoe-Leben ist auch nicht nur hier auf der Erde. Das Zoe-Leben beginnt hier auf der Erde und geht in alle Ewigkeit weiter. Das ist im griechischen Urtext eindeutig. Jesus sagte hier also, wonach ihr streben müsst, ist überfließendes Leben, das jetzt beginnt und für alle Zeit weitergeht. Es wird nie aufhören. Das verwirrte diese Leute. Sie stellten Jesus eine weitere Frage. Schau, was sie Jesus nun fragten, in Vers 28. Sie antworteten, was sollen wir also tun, wenn wir Gottes Werk tun wollen? Das ganze Gespräch wird wirklich verwirrend. Hört auf, nach Nahrung zu streben, ihr müsst nach dem wahren Leben streben, nach überfließendem Leben, das jetzt beginnt und nie endet. Aber beinhaltet überfließendes Leben nicht auch Versorgung, Jesus? Hört auf, danach zu streben. Schau, was Jesus dann sagte. Erneut auf eine sehr klare Frage. Was möchtest du, dass wir tun? Jesus antwortete, das Werk, das ihr für Gott tun könnt, beginnt damit, dass ihr an den einen glaubt, den er gesandt hat. Das ist nun meine zweite Hausaufgabe für dich.
Vertraust du völlig auf den einen, den der Vater gesandt hat? Und das ist Jesus. Schau dir all die Werke an, die du gerade tust, jede einzelne Sache, die du tust. Tust du neben all diesen Aufgaben das wichtigste Werk von allen, Jesus zu vertrauen? Tust du das? Dies ist etwas, womit ich mich selbst und mein ganzes Team in den letzten Tagen konfrontieren musste. Wir stehen gerade vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Also habe ich gesagt, Leute, ich verstehe, dass wir versuchen, eine Lösung für dies und das zu finden. Aber vor allem anderen, vertrauen wir ihm wirklich? Mein Freund, das allererste Werk, das Gott heute für dich vorbereitet hat, ist Jesus zu vertrauen. Hier ist also meine zweite Hausaufgabe. Setz dich hin und schreib alle Aufgaben auf, die du heute tun musst. Vielleicht gibt es Herausforderungen, vielleicht gibt es große Projekte. Vielleicht öffnest du ja auch gerade noch ein weiteres Waisenhaus. Schreib die Werke auf, bei denen du empfindest, das ist gerade meine Herausforderung, das ist die Aufgabe, die ich habe. Und dann stellst du dir die folgende Frage. Tue ich jeden einzelnen Schritt bei dieser Arbeit, indem ich vollkommen auf Jesus vertraue? Oder vertraue ich dabei auf meine eigenen Fähigkeiten? Bitte den Heiligen Geist, dir dein Herz zu zeigen. Du kannst sämtliche Werke von Gott und für Gott tun, aber wenn du sie nicht im Vertrauen auf Jesus tust, sind sie nicht das Werk Gottes. Dann ist es dein Werk, denn alles, was du vollbringst, ohne auf ihn zu vertrauen, ist nicht sein Werk. Woher wissen wir das? In Johannes 15,5 sagte Jesus, bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Und was sagt er noch? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, alles, was du getan hast, ohne Jesus dabei ganz zu vertrauen, ist in seinen Augen nichts. Heute Morgen saß ich in meinem Stuhl und sagte, okay Jesus, ich werde dir für jeden Atemzug, den ich nehme, und für jeden Schritt, den ich gehe, vertrauen. Ich werde alles tun, indem ich dir völlig vertraue. Das ist das Werk Gottes. Deshalb ist deine zweite Hausaufgabe, heute eine Pause in deinem Leben einzulegen und dir all deine Werke anzuschauen. Frage dich dabei, vertraue ich ihm wirklich? Oder tue ich all diese Werke, mit denen ich Gott dienen will, aus mir selbst? Jesus konfrontierte also bereits zweimal den Unglauben dieser Menschen. Zuerst sagte er, ihr seid wegen dem Essen hergekommen, nicht weil ihr an mich glaubt. Und dann sagte er, wenn ihr wirklich meine Werke tun wollt, dann glaubt an mich, vertraut mir einfach. Schau, wie es in Vers 30 weitergeht. Sie sagten, zeig uns ein Wunder, damit wir es sehen können, dann werden wir an dich glauben. Und dann sagten sie, Moses hat uns Manna vom Himmel gegeben, was wirst du uns geben? Ist das nicht unglaublich? Wenn wir Jesus nicht vollkommen vertrauen, kommt nichts als Müll aus unserem Mund heraus. Jeder, der nur ein kleines bisschen Menschenverstand hat, wird sagen, halt mal, er hat euch doch gerade erst ein Wunder gezeigt, erst gestern.
Gestern hat er euch ein Zeichen und Wunder gezeigt und ihr habt nicht geglaubt. Und heute sagt ihr, wenn wir ein Zeichen und Wunder sehen würden, würden wir glauben? Leute, was stimmt nicht mit euch? Ergreife diesen Schlüssel. Ein ungläubiges Herz wird immer eine Entschuldigung dafür finden, warum es nicht glaubt. Hast du das verstanden? Ein ungläubiges Herz wird immer eine Entschuldigung haben, warum es nicht glaubt. Sie sagten, wenn wir ein Zeichen und ein Wunder sehen würden, würden wir glauben. Aber sie hatten eines gesehen und sie hatten es nicht geglaubt. Dann kommt die anstößigste Aussage, die Jesus in diesem ganzen Kapitel macht. Ab Vers 35 sagt er, Hey, ich bin das Brot des Lebens. Er sagte zu ihnen, Kommt jeden Tag zu mir und ihr werdet nie wieder hungrig sein. Glaubt an mich und ihr werdet nie durstig sein. Und dann gibt er ihnen so einen großen Anstoß, dass ihn, abgesehen von den 12, sogar seine Jünger verließen. Geh ganz ans Ende des Kapitels zu Vers 52. Diese Worte von Jesus entfachte einen wütenden Ausbruch unter den Juden. Sie protestierten und sagten, Erwartet dieser Mensch, dass wir seinen Leib essen? Schon wieder eine Frage. Und die Leute waren dabei wütend und protestierten. Man sollte denken, dass Jesus sie nun beruhigen würde, oder etwa nicht? Aber Jesus gibt ihnen wieder nicht die Antwort, die sie sich ersehnen. Siehst du, wie interessant Gott auf all diese Fragen reagiert? Wenn du auf die Antwort wartest, die du hören möchtest, wirst du die Worte Jesu wahrscheinlich nie hören. Viele Menschen hören Jesus nicht, weil sie auf die Antwort warten, die sie hören wollen. Deshalb sagen sie, er spricht nicht mit mir. Doch, er tut das. Aber er sagt nicht das, was du hören willst. Ich bereite gerade jetzt ein Mentoring zu diesem Thema vor. Jesus wird nicht das sagen, was du hören willst. Jesus wird das sagen, was du hören musst. Die nächste Frage. Und wieder gibt ihnen Jesus nicht die erwartete Antwort. Die Leute sind wütend und fragen, erwartet dieser Mensch etwa, dass wir seinen Körper essen? Und was antwortet Jesus? Leute, sorry, das war alles symbolisch, lasst mich das erklären. Nein, schau, was Jesus antwortete. Hört auf diese ewige Wahrheit. Wenn ihr nicht den Leib des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, werdet ihr kein ewiges Leben haben. Das muss eine Ohrfeige für sie gewesen sein. Und es kommt noch schlimmer. Bist du bereit? Jesus sagte das nicht zu Brasilianern und auch nicht zu Österreichern, Amerikanern, Deutschen oder Schweizern. Er sagte das zu Juden, denen Gott verboten hatte, Blut zu trinken. Gott hat ihnen im Gesetz verboten, Blut zu trinken, und Jesus sagt nun zu ihnen, dass sie sein Blut trinken müssen. Außerdem hatte Gott ihnen im Gesetz auch verboten, Fleisch zu essen, das unrein ist. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie schlimm es dann sein muss, menschliches Fleisch zu essen. Sie durften noch nicht einmal Schweinefleisch essen, und nun sollen sie menschliches Fleisch essen? Immer, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, findet Jesus einen Weg, um es schlimmer zu machen. Wenn irgendetwas in deinem Herz ist, das noch schockiert und konfrontiert werden muss, wird Jesus einen Weg finden, um das zu tun. Und genau das habe ich an Jesus so sehr lieben gelernt. Ich sage dir, warum ich das so sehr liebe. Wir denken,
Nun haben wir eine Offenbarung und jetzt wird alles für den Rest unseres Lebens gut sein. Wir denken, wir hätten den neuen Bund verstanden und nun werden wir einfach vor uns hinleben, bis Jesus zurückkommt. Deshalb sind wir nicht mehr achtsam. Wir erlauben allen möglichen falschen Glaubenssätzen, Zweifeln und Missverständnissen in unser Herz zu kommen. Nun haben wir viele Fragen an Jesus. Und Jesus sagt, die Antwort auf deine Fragen ist eine Konfrontation deines eigenen Herzens, mein Freund. Und wenn du nicht hören willst, was er sagt, wirst du ihn auch nicht hören, denn er wird nicht das sagen, was du hören möchtest. Jesus sagte also, die einzige Möglichkeit, um echtes Leben zu bekommen, ist, mich komplett in dich aufzunehmen. Was passiert, wenn du Fleisch isst? Ich bin kein Arzt und auch kein Biologe. Aber ich habe als Kind in der Schule ein bisschen aufgepasst. Fleisch kommt in deinen Mund hinein und wird dort gekaut und mit Speichel vermischt, der notwendig für die Verdauung ist. Dann wandert es hinunter in deinen Magen, wo es mit bestimmten Säuren vermischt wird und einen chemischen Prozess durchläuft, bis es schließlich in deinen ganzen Körper verteilt wird. Was immer du isst, wird am Ende ein Teil deines gesamten Körpers sein. Als Jesus sagte, Leute, ihr müsst mich essen und trinken, mein Blut und meinen Leib, wies er damit auf den neuen Bund hin, denn im neuen Bund sagt er, tut dies zu meinem Gedächtnis, mein Leib und mein Blut. Aber er sagte noch viel mehr, er sagte, selbst mein neuer Bund wird dich nicht beeinflussen, wenn du mich nicht isst und verinnerlichst. Was bedeutet das für dich in der Praxis? Und das ist heute meine dritte Hausaufgabe für dich. Du musst fragen, Jesus, verbringe ich genug Zeit damit, dich zu kauen? Wie mache ich das praktisch? Ich meditiere über die Person Jesus. Ich fange damit an, dass ich ihn anschaue und sage, du bist so wunderschön, du bist so fantastisch. Tief in meinem Herzen verbinde ich mich mit dir. Ich werde völlig eins mit dir, so wie ich das durch dein Opfer bereits bin. Wenn du Fleisch gegessen hast, geht es in dein ganzes System über und es wird ein Teil von dir. Ist Jesus ein Teil deines alltäglichen Lebens? Oder fügst du ihn einfach schnell hinzu, wenn du verzweifelt und hungrig bist? Lebst du dein Leben heute einfach selbst und wenn du verzweifelt bist, dann schreist du nach ihm? Genau das war ihr Problem. Zeig mir noch ein Wunder, zeig mir noch ein Wunder, ich werde glauben, wenn du mir noch ein Wunder zeigst. Lebe nicht so. Renne Jesus nicht nur hinterher, wenn du hungrig bist. Jesus sagte, du wirst niemals hungrig sein, wenn du wirklich lernst, zu mir zu kommen und an mich zu glauben. Überleg dir das einmal. Die meisten Christen warten, bis sie hungrig werden, um zu Jesus zu kommen. Aber diejenigen, die gelernt haben, von Jesus zu leben, werden gar nicht erst hungrig. Deshalb solltest du nie an einen Punkt kommen, an dem du hungrig nach Jesus bist. Er muss Teil deines normalen täglichen Lebens sein. Führst du also ein Leben? Das ist die dritte Frage, die ich dir stellen möchte. Indem es zu deinem täglichen Lebensstil geworden ist, zu sagen, Jesus, du und ich, wir sind eins. Du bist mein Friede, du bist meine Stärke, du bist mein Leben. Meditiere darüber in deinem Herzen, wer er wirklich ist.
Ist er Teil von dir oder rennst du ihm nur hinterher, wenn du hungrig bist? Stell dir diese Frage und dann schreibst du auf: Jesus, ich muss lernen, ein Teil von dir zu sein und du sollst ein Teil von mir sein. Ich will dir nicht nur hinterherrennen, wenn ich hungrig bin. Das ist so wichtig. Denn Jesus wird deine Fragen weiterhin auf eine Weise beantworten, die dein Herz konfrontiert, anstatt dein Denken zufriedenzustellen. Jesus endet mit dieser unglaublich verrückten Aussage, nach der ihn alle verließen, weil er ihnen etwas befahl, das Gott verboten hatte. Und er sagte sogar: Genau das möchte Gott. Damit macht er Gott entweder zu einem Lügner oder er lästert Gott. Das sind die beiden einzigen Optionen. Stell dir das einmal vor: Gott hat gesagt, du darfst bestimmtes Fleisch nicht essen und kein Blut trinken. Aber Jesus sagte: Das ist der Wille meines Vaters. Das heißt, entweder lügt Gott oder Jesus lästert Gott. Und er gibt Gott sogar noch die Schuld dafür. Er sagt, dass Gott ihm aufgetragen hätte, dies zu ihnen zu sagen. Er sagte sogar: Gott hat mich geschickt, um das zu tun. Und nachdem ihn alle verlassen haben, flippt er nicht aus und versucht, seine 12 Jünger zu kontrollieren. Alle verlassen mich, bitte bleib bei mir. Weißt du, was er gesagt hat? Er sagte: Leute, wollt ihr auch gehen? Wenn ihr gehen wollt, dann geht. Und dann beendet er die ganze Sache mit einer letzten schockierenden Aussage, und damit werde ich heute ebenfalls enden. Es ist eine so wunderschöne Aussage in Vers 70. Dann schockiert es Jesus mit diesen Worten. Deshalb habe ich gesagt, dass er eine letzte schockierende Aussage machte. Du hast sie bereits wütend gemacht, du hast sie frustriert und nun schockierst du sie noch. Was für ein wunderbarer Jesus. Er macht wütend, er verwirrt, er konfrontiert und er schockiert. Welche Worte hat Jesus benutzt, um sie zu schockieren? Er sagte: Ich habe euch sorgfältig ausgewählt, dass ihr meine 12 sein sollt, auch wenn ich wusste, dass einer von euch der Teufel ist. Warum wollte Jesus den Teufel auswählen, dass er sein engster Freund ist? Das ist schockierend, nicht wahr? Ich würde verstehen, wenn Jesus gesagt hätte: Ich habe euch sorgfältig ausgewählt, dass ihr meine 12 sein sollt, weil ich glaube, dass ihr die besten 12 Männer seid. Oder wenn Jesus gesagt hätte: Ich habe euch ausgewählt, weil ich nach langem Gebet und Fasten erkannt habe, dass ihr meine besten und engsten Freunde seid. Aber Jesus wählte die 12 bewusst aus, obwohl ihm bekannt war, dass einer von ihnen ihn betrügen würde. Er wählte ihn mit diesem Wissen aus. Kann ich dir etwas sagen? Der Petrus, der sein Schwert zog, um Jesus daran zu hindern, ans Kreuz zu gehen, ist kein Mensch, den du in deinem Leben haben willst. Du möchtest keine Freunde, die nett zu dir sein wollen und dich dabei von deiner gottgegebenen Bestimmung abhalten. Petrus dachte: Ich werde mein Schwert ziehen und meinen geliebten Jesus verteidigen. Doch in Wirklichkeit versuchte er, Jesus davon abzuhalten, seine Bestimmung zu erfüllen. Die meisten christlichen Leiter feuern einen Judas und stellen einen zornigen Petrus an. Sie stellen alle Menschen an, die ihren Ruf verteidigen und sie vor Schmerz und Leiden bewahren. Aber was bringt das? Du brauchst Menschen um dich herum, die dir dabei helfen, deine Bestimmung zu erreichen, selbst wenn es weh tut. Ich sage das noch einmal: Du musst dich mit Menschen umgeben, die dir helfen, deine Bestimmung zu erreichen, selbst wenn es weh tut. Denn niemand wird Gottes Bestimmung erfüllen können, ohne Verfolgung zu erleiden. Jesus sagte, dass dies Teil eines Lebens im Reich Gottes ist.
Verleugne dich selbst, gib deine eigenen egoistischen Träume auf, lass dein Herz ständig konfrontieren. Deshalb habe ich viel lieber Menschen um mich herum, die mir scheinbar wehtun, aber mich in meine Bestimmung katapultieren, als Menschen, die scheinbar nett zu mir sind und mich beschützen, aber mich gleichzeitig daran hindern, in meine Bestimmung zu kommen. Hast du das verstanden? Versuche nicht, dir einen Jesus zu schaffen, der in dein Leben, dein Verständnis und dein kleines, begrenztes Denken hineinpasst. Tu das nicht. Sag stattdessen: Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich deiner Konfrontation hin. Ich gebe mich den Dingen hin, die ich falsch verstehe. Ich gebe mich hin, damit mein Herz ständig konfrontiert werden darf, indem du mir die Dinge zeigst, die ich überhaupt nicht erkenne. Wenn ich dir eine Frage stelle, möchte ich, dass du sie mir entsprechend der Dinge beantwortest, die in meinem Herzen sind, nicht nur das Offensichtliche. Was würde geschehen, wenn wir unsere Herzen öffnen würden, um mit diesem Jesus zu leben? Wir würden exponentiell wachsen. Wir wären viel vollmächtiger und wir würden alles erfüllen, was Gott für uns hat. Fast hätte ich gesagt, dass es mir leid tut, aber es tut mir eigentlich nicht leid. Ich stecke gerade so sehr in den Evangelien fest. Ich liebe die Briefe, die Paulus und die anderen Apostel geschrieben haben. Doch seit ein paar Jahren bin ich so fasziniert davon, jeden Tag einen Jesus zu entdecken, den ich zuvor noch gar nicht gesehen hatte. Und je mehr ich sein Leben sorgfältig und mit offenem Herzen studiere, desto mehr entdecke ich die Schönheit unseres Jesus. Lasst uns nicht so sein wie die Jünger von Emmaus. Sie versuchten, Jesus im Fleisch zu erkennen und haben ihn deshalb gar nicht gesehen oder erkannt. Jesus, wir müssen dein wahres Wesen sehen, jeden Tag. Lasst uns Jesus leidenschaftlich nachfolgen, aber nicht wegen den Dingen, die wir von ihm bekommen können. Lasst uns ihm vertrauen und nicht sagen, ich brauche noch ein weiteres Wunder, dann glaube ich dir. Lasst uns ihm einfach vertrauen. Und dann lasst uns immer mehr dieses tiefe Verlangen danach haben, dass er die Dinge in unserem Herzen konfrontiert, die wir nicht erkennen. Danke, Leute. Danke, Leute, dass ihr immer hier mit uns seid. Danke, dass ihr nett zu uns seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Wir sehen uns bald.